Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir müssen jetzt Mr. Green retten. Da kommen wir immer noch nicht durch. Und wenn wir Mr. Green haben, dann holen wir... Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse das ist Blue, Mr. Blue. Aber erst nach Ankunft des Patienten entstehen unsere Erwartungen. Dieser fiese Huren. Patient er ist hier! Der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Verfahrensprozesses. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Wir repräsentieren alle Medizinstudenten und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege verbunden. Boss, alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Die Sache ist das... Es ist die Fledermaus! Los, Batman! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Joker hat den Raum mit Gas geflutet und wir sind hier gefangen. Ich kann die ganze Nacht hier sitzen, aber der Doc sieht nicht gut aus. Ich bin schon dabei, euch rauszuholen. So, Liebchen. Lass Moody mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Oh, da hängt einer. Guck mal einer an. Da hängt einer. ich... Bisschen überfragt gerade, ne? Ich check das mit diesen Gleiten nicht. Ich verstehe das nicht. So, lass mich mal... Ah, okay. Da, Okay, okay. Ich kann den Mann nicht sterben lassen. Ich muss den Raum so schnell wie möglich entgiften. Ach, ich finde, wir können ihn ruhig sterben lassen, mein Gott. Ich soll A tippen, ne? Also A, aber... A. Das funktioniert so nicht, wie ich das möchte. Lass mich gucken. Ha. Vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter nach da... Oh! Batman, kannst du das hören? Das Pult zeigt, dass Ventilator 1 Strom erhält. Genauso war es geplant. Da ist noch Gift, ne? Ja. Ach so, warte mal. So rüber, darüber, umdrehen. Pumpe Ventilator 2, er macht es doch. Wir sind hier bald raus, bleib cool. Wo ist der nächste? Ach, da um die Eck. Da um die Eck. Ja.
Ja, der war lame. Alle drei Ventilatoren sind aktiv. Wir haben volle Kraft. Der Raum sollte gleich leer sein. Überraschung, Überraschung. Batman kommt gerade rechtzeitig. Das nächste Mal, Cash, erschieße ich dich. Und hab's endlich geschafft. Hä? Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Muss ich mit denen erst reden? Warum habe ich die Intensivbehandlung verlassen? Ich hätte schon dafür gesorgt, dass der Freak bleibt, wo er hingehört. Ja, hier ist ja keiner drinne. Ich bin am Schwitzen. Dann muss ich halt den einen Weg wieder raus. So, jetzt brauche ich nur noch Mr. Green. Der war da hinten lang. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Oh nee, bitte nicht. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere also das ist doch ja. Ja, die dürfte mich jederzeit behandeln. Nicht nur dich. Wieso will Job... Die Fledermaus! Und Wellness-Programmen an. Hohe Qualität der Pflege. Lass uns das... ...hat dazu geführt, dass die besten Einrichtungen des Landes... In dieser Einrichtung haben sich... Na komm, jawohl. ...alle eine Heilung entgegenbringen. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Willkommen in der Nervenklinik. So. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Aha. Es muss aber nicht so sein. Wenn du nicht deine Schnauze hältst, tue ich dem Boss einen Gefallen und knall dir die Rübe weg. Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Wir haben eine Armee, ich könnte jetzt Joker beide machen, dass du hier bist. Glaube ich. Und dann kann ich sie, glaube ich, beide sprengen. Wieso machst du das? Lass mich mit Joker sprechen. Sei still, ich weiß nicht, wie viel Gequatsche ich noch ertragen kann. Oh, bitte nicht! Nein! So, Dr. Young haben wir auch. Das war schlau. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange.
Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. So. Jetzt mache ich aber das extra, das endlich mit dem... Nein, ich muss das jetzt mit dem Wasserspeier machen. So, was soll ich jetzt tun? Rette Commissioner Gordon. Wo muss ich denn dafür hin jetzt wieder? Ach, wo ist denn der Gordon? Fahrstuhl vielleicht? Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. Okay. Na, jetzt macht er doch die Tür da auf, ey. Wir sollen jetzt zu Harley Quinn und so zurückkehren. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Plätze an der Ringseite. Harley bringt Popcorn mit. Ich kann's nicht erwarten. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das... Oh. Hast du sie gefunden? Ja. Geht's Ihnen gut? Ja. Ja, sie sind in Sicherheit. Batman! Wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bringe sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mehr nach Folterkammer aus. Du bist mein erstes Opfer. Ich hasse Krankenhäuser. Da grusel ich mich immer. Wie geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Er hängt hier, ey. Wie geil. Scheiße. Wo sind denn die anderen jetzt? Ah, da unten. Okay. Ich hasse den Gestank von Krankenhäusern. Oh, hat keiner mitgekriegt. Er ist verschwunden. Oh Gott. Oh Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Was ist mit dir passiert? Lasst ihn hier. Schwärmt aus und findet die Fledermaus. Na komm, ich muss das sehen. Ich kann nichts sehen. Du kannst hier erst recht nichts sehen. Toll. Oh, fuck, ey. Bewegt euch. Wo zum Teufel ist er? Na, das kann ich mittlerweile richtig gut. Mann am Boden, da liegt einer! Du redest gerade mit dir selbst, Junge. Hier ist nämlich keiner mehr.
Lass mich raten. Ich muss mit dem Fahrstuhl. Ja, ich dachte, ich muss mit dem Fahrstuhl fahren. Zu leicht. Denk mal drüber nach. Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Ist das Gas? Bitte, Dr. Crane, tun Sie das nicht! Da ist kein Crane. Was ist los? Nur Scarecrow! Hol sie von mir runter! Hol sie von mir runter! Helf mir! Oh nein! Sie sind Hilfe! Holt mich hier raus, bitte, oh Gott! Hilfe! Oh! Sieht so aus, als ob der gute Doktor früh angefangen hätte. Deine Verabredung ist erst in ein paar Stunden. Du wirst sicher benachrichtigt, wenn er fertig ist. Sag mir, Bats, wovor hast du wirklich Angst? Dass du dabei versagst, diese Kloake von Stadt zu retten? Dass du den Commissioner nicht rechtzeitig findest? Vor mir im Stringtanker? Hier! Vor mir im Stringtanker, der war gut. Der war wirklich gut. Wer war dieser Typ da gerade? Das macht mir ein bisschen Angst. Ich kenne den nicht. Bitte hilf mir, Batman! Nein! Da. Da. Oh, ich schwitze mir hier gerade echt einen Wolf. Ey. Es ist so heiß. Hier drinne. Und das ist mal wieder sowas von eine Falle. Oh nee. Es tut mir leid, Trin. Wer ist das da? Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Bringe. Oh mein Gott. Leichenschauhorst, toll. Du solltest nicht hier sein. Oh mein Gott. Du solltest nicht hier sein. 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 Du
Du solltest nicht hier sein. 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 Boah, Alter, war das gerade. Das war heftig. Oh nee, muss ich das wirklich tun? Ernsthaft? Muss ich das tun? Vater. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Ich liebe deine Stimme aber, ey. Ohne Scheiß. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Wer ist er denn? Den kenne ich nicht. Was zum... Was ist seine Kraft, bitte? Ich möchte das wissen. Das ist, Ja. Wer bist du? Das ist jetzt eine ungewohnte Ansicht. Huch, Alter, was ist denn jetzt los? Ah, nein! Fuck, 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 fuck. Hast du Angst, kleine Fledermaus? Willst du zu deiner Mami? Ach, Hund. Oh. Ich weiß nicht wo. Ach nein. Ich werde deinen Verstand auseinandernehmen. Ich verstehe das nicht. Was muss ich denn da machen? Das war knapp. Oh ne, ich sollte da nicht so nah hingehen. Was machst du, kleine Fledermaus? Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Ich muss jetzt gleich rüber. Jetzt dreht er sich, glaube ich, ein bisschen schneller um. Was war das? Oh. Welcher lautlose Killer der Meere kann in einem witzigen Glas gefunden werden? Weiß ich jetzt nicht. Was ist das für ein Scheiß gewesen gerade jetzt? Hä? Kannst du mich hören? Ja. Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden?
Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Mit Scarecrow? Okay, den Typen kenne ich nicht. Scarecrow. Es war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Betz. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Ach so. Aber wo muss ich denn jetzt wieder hin? Und nun? Wo muss ich hin? Ich weiß es nämlich nicht. Rette Gordon. Ja, aber wohin? Ich muss da irgendwie rein, ne? In der Hütte, ne? Oh, in die Hütte, da muss ich rein. Oh, anstatt er das einfach aufmacht. Ich weiß nicht, wie ich da oben diese ganzen Klamotten da kriegen soll. Ja, da krieg ich ja auch nicht. Und da rein schaffe ich es auch nicht. Oh. Pass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Du schlägst wie ein Mädchen. Du bist... Oh mein Gott, jetzt mach doch mal hier diese Dingens kaputt. Da gibt's doch nicht. Soll ich Schnauze voll? Mein Gott, jetzt macht da Dingens hier. Was ist das denn für einer, ey? Ach, leck mich doch. Hör zu, keine Tricks mehr. Noch ein letztes Rätsel und du kannst Gordon haben. Und noch ein bisschen mehr. Ich kann's nicht erwarten. Der gibt's doch nicht. Ich werde dich aufschneiden, Stück für Stück. Ach, jetzt habe ich die Schnauze voll, ey. Du gehst mir auf den Sack. Ich weiß nicht, wie ich dich kaputt kriege. Huchala. Es geht einfach nicht. Er geht nicht kaputt. Wieso gehst du nicht kaputt? Ah!
Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber scheint zu helfen. Okay, ich muss jetzt aber eh Schluss machen. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.